So, willkommen zum großen Finale auf der Nordschleife mit einem Jaguar Cothras. Ja, ich habe mein anderes Design gewählt. Ich wollte eigentlich einen Eros haben, den geilen Orange Eros von damals, aber den gab's nicht. Und dann dachte ich mir, hey, was noch? Ach, guck mal, nach Honda, nach Jordan habe ich nicht gesucht. Ja, egal. Ich fahre jetzt Jaguar. Schönes grünes Auto, gefällt mir. In der grünen Hölle, das passt sogar. Guck mal. So, Modifications. Ja. Gute Kurven kriege ich hin. Wären sie mindestens Dritter. Okay. Dann wollen wir mal. Ich bin mal sehr gespannt. Ah, fuck. Nochmal. Uiuiuiui, hallo. Oh, Ferrari, Mercedes, Red Bull und Jaguar. Wobei eigentlich Red Bull ja das frühere Jaguar-Team ist. Oh, Michael Schumacher, es geht voll, logisch. Eieiei. Holy Alter! Okay, ey! Geht weiter. Alles cool, nichts passiert, ihr habt nichts gesehen. Das Auto macht dezent Spaß hier umringen. Du kannst so viel Vollgas nehmen.
Okay, jetzt muss ich zurücksetzen. Ah. Hallo, wie weit? Komm, ja, setz dich direkt am Start hin, ey. Also die machen Druck hinten. Da wird, glaube ich, kein leichter Sieg. Ey, auf einer Geraden. Wie dumm bin ich eigentlich? Vollgas! Da ist doch. Das würde niemals gehen hier mit dem Formel 1 sagen. Nie im Leben. Der würde sich hier komplett unter dem Boden kaputt machen. Oh mein Gott, ist das schnell. Holy shit. Das ist krass. Endlos lange Gerade. Oh, die KI ist ja weg. Komisch. 6:30. Ey, die billigsten Billow-Kurven, krieg ich nicht hin. Ich bin so doof. Aber ein bisschen neblig hier.
Ja, ist klar. Das, was ich in der ersten Runde nicht geschafft habe, schaffe ich jetzt. Überall gegenfahren. Immer Vollgas. Ich bin dafür, dass die Formel 1 auf der Nordschleife fährt. Das macht so einen Spaß. Und ist saugefährlich. Kommt auch dazu. Ja, die haben ja jetzt Halo, ne? Dann ist halt alles nur noch halb so schlimm. Da kann man auch ruhig mal wieder auf der Schleife fahren. Also, sorry, in F1, die Autos, die rutschen bei weitem nicht so. Okay, so weit sind die gar nicht weg. Was war das denn jetzt für eine Scheiße? Boah, ich raste hier gleich aus.
So, Verschnaufpause. Meine Güte. Vor allem der letzte Sektor, der ist so ultra schnell. Das ist echt nicht mehr normal. Das fühlt sich wirklich wie damals dann in Gran Turismo mit dem Red Bull X1 oder X2012 oder wie auch immer der heißt. Wie der hieß. Dasselbe Gefühl. Du bist so unrealistisch schnell. So fühlt es sich an. So mega Downforce. Vorderreifen sagen auch schon gleich Tschüss. Und ich muss noch mal rum. Und wieder nur Vollgas, das ist so der Wahnsinn. Oh. Gott! Kommst du dem Auge gar nicht mehr hinterher, du stellst das.
Boah, ist das krass. Ey, du kommst hier manchmal einfach nur so vor, als ob das Spiel in doppelter Geschwindigkeit läuft. Das ist der Wahnsinn. Jawohl, zum Ende nochmal verkackt. Ist egal. Ich glaube, ich habe eine Runde geschafft, ohne zurückzusetzen. Weiß ich aber auch nicht mehr. Holy shit, unglaublich. Oh. Das war mal eine Erfahrung, ey. Hätte ich nicht gedacht. Jawohl, 10.000 Punkte. Meins. Da könnte man die Aufzeichnung eigentlich mal speichern. Weil das schaut bestimmt von außen ziemlich geil aus. Da werde ich irgendwann mal reinschauen. So, jetzt gibt es aber erstmal Kohle. Kohle, Kohle, Kohle. Oi, Drivers Cup Champion. Schließen Sie den Forza Drivers Cup ab. Jawohl. Jetzt haben wir alle durch tatsächlich. 64, 64, 64 und 115. 307, wir sind schon wieder bei 5 Millionen, ey. Das ist, was soll ich mit der ganzen Kohle? Level 99, auch schade, keine 100. Gerade so nicht geklappt, Mano. Die Chevy nehme ich. Nein, kein Level 100, schade. Geschafft, Sie haben den Forza Drivers Cup gewonnen. Sie sind jetzt ein lebendes Stück Rennsportgeschichte. Gestatten Sie sich einen Moment der Reflexion und Sie werden erkennen, was Sie da geleistet haben. Genießen Sie Ihren Sieg und recken Sie den Pokal in den Himmel. Das haben Sie sich redlich verdient. Jawohl. Und ich sehe nicht nur einen Pokal, ich sehe direkt mehrere. Und natürlich schön abgeschlossen mit dem Jaguar, mit dem Formel-1-Wagen. So muss das sein. So, kommt jetzt noch ein geiles Outro oder irgendwie sowas, oder... Oh, ich kriege eine Chevy. Forza Edition, geil. Forza Drivers Cup Champion für diejenigen, die sich dem Forza Drivers Cup gestellt und gesiegt haben. Geschafft. Sie haben den Forza Drivers Cup gewonnen. Sie sind nun Teil der Motorsportgeschichte. Wenn Sie die restlichen Rennen in dieser oder einer anderen Meisterschaft abschließen, erhalten Sie etwas, tja, wirklich Besonderes. Aber keine Eile, kosten Sie vorerst diesen Sieg aus. Was? Bitte was? Warum habe ich jetzt... Nun... Moment, die 56 habe ich erreicht. Warum ist hier 110k? Warum verstehe ich jetzt gerade nicht so ganz? Ja, also wie, doch nicht zu Ende oder wie, oder was? Ach guck mal, die Schaurennen habe ich ja noch gar nicht gemacht. Also ich brauche jetzt überall noch Punkte, wofür? Was ist das denn dann? Warum, was kann man denn da gewinnen? Er sagt ja was ganz Besonderes. Mann, das ist dumm, ich will das wissen. Ist das so eine Art Elite nochmal oder wie? Schön, dass das nirgendwo steht. Würde aber natürlich Sinn machen, weil ich habe mich ja bin nicht beschwert, aber mir ist ja aufgefallen, dass es viel zu viele Events gibt für so wenig Punkte. Das würde jetzt theoretisch Sinn machen. Guck mal, wir brauchen jetzt zum Beispiel hier noch 4.000 Punkte. Das heißt, wir müssten hier noch 4 Serien machen. Sagen wir mal 1, 2, 3, 4. Dann wären nur noch 2 übrig. Das macht durchaus irgendwo Sinn. Toll. Das Geile ist natürlich, ich habe mir überall meine Lieblingsserien rausgesucht. Das heißt, es sind nur noch die Beschissenen übrig. Boah, ist das euer Ernst? Aber die ganzen Punkte wurden an sich gespeichert. Das heißt, wenn ich auch mal mehr in der Serie gemacht habe, als ich musste,
wurden die gespeichert? Hier, wie 56k. Das ist natürlich interessant. Das ist sehr interessant. Ja, gut, dann ist dieses Projekt doch noch nicht zu Ende, sondern geht noch mal ungefähr genauso lang, würde ich sagen. Gut, wir haben auch noch einige Autos. Wir haben noch so ein paar Sachen, die man machen kann. Ja. Dann würde ich sagen, geht es in der nächsten Folge weiter. Und, naja, nachdem wir jetzt so ziemlich das Schnellste hatten, was es überhaupt gibt in dem Spiel. Klar, ist ein Königsegg oder so schneller, aber in den Kurven bei weitem nicht so geil. Gehen wir dann wieder zu etwas, was doch sehr langsam ist. Wir machen hier weiter. Oh, hier haben wir ja... Lol, hier habe ich ja auch noch ein paar Schaurennen nicht gemacht. Guck mal. Nürburgring Endurance 125. Aston Martin Vulcan. Warum habe ich denn das nicht gemacht, ich Depp? Da fehlen... Ach so, warte mal. Nee, da sind welche zugekommen. Hier, warte mal. Guck mal, da ist nämlich auch noch eins. Da sind welche zugekommen. Die sind neu. Alles klar. Modern SUV haben wir hier noch? Nee, Bullshit. 2005er Ford GT. Hoonigan Autocross. Ford Raptor. Ah, wieder mit Ken Block. Oh, ich sehe da schon was ganz Feines. Mazda Models, ja, das kennen wir ja. Sebring 300, jawohl. Das kenne ich aus Forza 6, das haben wir auch noch nicht gemacht. Da sehe ich die Le Mans 250. Ja, wir haben noch was zu tun. Gut. Nächste Folge geht's wieder vorne los. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir haben nochmal ungefähr das Doppelte, genauso viel vor uns. Also wir sind dann irgendwann pünktlich zum Release von Forza Horizon 4 fertig, habe ich das Gefühl. Wir brauchen nur ein halbes Jahr. Vielen Dank fürs Zusehen. Tschüss. Oh Gott.